Jo, moin zusammen. So, ich hatte es vorletzte Woche schon mal angekündigt, glaube ich noch zumindest, dass ich mal kurz an den 8. nach Russland gehe und euch noch ein paar Spots zeige, bei denen ich Köder fange, beziehungsweise Ködermaterial besser gesagt. Und ihr seht es, wir sind am Spawnpunkt, ne, also da, wo der Fischtrag ist. Wir wenden uns jetzt hier einfach mal nach rechts. Und ihr seht schon, hier vorne habe ich schon meine Angeln abgesetzt. Ich versuche jetzt, Flusskrebse zu fangen. Auf der ersten Route, die ich hier vorne habe, die linke, habe ich, das ist schon eine 30er Route, das ist nicht so schlimm, mit einem kleinen Haken und auf Fischinne reingesetzt. Der zweite ist mit ebenfalls kleinen Haken mit Blutwurm gesetzt. Und die dritte Route habe ich wegen einer Hechtquest, die ich noch habe, auf kleinen Haken und auf Köderfisch gesetzt. Und ihr seht es, die ersten beiden Routen schlagen jetzt auch gerade schon aus. Wollen wir mal gucken, was dran damit nachher ist. Wenn so ein kleiner Ausschlag hier ist, wie bei der 1, dann ist die Chance groß, dass tatsächlich ein Flusskrebs drin ist. Bingo. Schmaler Flusskrebs. Den will ich haben. Ja, das ist genau das, was ich haben möchte. Das Problem bei den Innereien hier, die ich auf dieser Route drauf habe, ist ganz simpel das folgende. Innereien sind nicht nur der Köder für Flusskrebse, auch für Welse und für Quappen. Das bedeutet, wenn ihr mit eurer kleinen 8 Kilo, 10 Kilo Grundroute hier arbeitet, dann kann es unter Umständen sein, dass auf diese Route, auf diesen Köder halt eben nicht nur der Flusskrebs beißt, sondern eben auch eine größere Quappe, ein größerer Wels. Damit müsst ihr rechnen. Deswegen habe ich eigentlich auch auf der dritten Route auch noch diesen Fischköder, also die Köderfische mit drauf. Weil ich hoffe, dass das so ein bisschen attraktiver ist für die Tiere, also für die Welse und Quappen. So dass die vielleicht eher da drauf gehen, als statt auf die Fischinnereien. Das ist natürlich so eine Sache, weiß man nie. Kann sein, dass jetzt auch hier ein Flusskrebs ist. Kann auch sein, dass was anderes dran ist. Oh, ein großer, schmaler Flusskrebs. Sehr schön. Die schmalen Flusskrebse werden im Regelfall hauptsächlich nachts gefangen. Ja, das ist so, dass die halt nachts am aktivsten sind. Tagsüber können mal welche dabei sein. Nicht aber zwangsläufig. Das müsst ihr im Auge behalten. Wenn ihr denn auf die Flusskrebse angelt. Wenn ihr genug mit ein paar Flusskrebse geangelt habt, dann drückt ihr die Taste C wie Cäsar. Und da geht ihr hier auf die Fischverarbeitung. Und auf der Fischverarbeitung könnt ihr dann sehen, was ihr so an Material herstellen könnt. Und Krebsschwänze, die wir machen wollen. Hier, zweite. Das ist ein bisschen schwach zu sehen. Ihr könnt den Mauszeiger nicht sehen. Das Programm nimmt den Mauszeiger ja leider nicht auf. Ich gehe auf die Krebsschwänze drauf und kann dann sehen, ich habe hier schmale Flusskrebse. Ich hatte vorhin schon zwei gefangen, um zu gucken, ob der Spot noch läuft. Ja, und jetzt können wir die dann hin, demzufolge, verarbeiten. Fische in der Reihe nehme ich dann auch meistens, die etwas größeren Fische. Vor allen Dingen auch die... Oh, jetzt hat es zweimal geklingelt. Dieses zweimal klingeln bedeutet... Das ist nicht bei euch an der Tür, sondern ich habe einen Critical Luck bekommen und ich habe es irgendwie geschafft, aus einem Fisch 7 Innereien rauszupulen und dann beim zweiten hier aus einem zweiten Fisch 5 Innereien. Ja, das ist also so komisch, das klingen mag. Ein kritischer Erfolg fürs Ausnehmen. So, jetzt zum Beispiel habe ich das Problem, dass auf der Einsam mit dem Fisch Innereien garantiert kein Flusskrebs mehr drauf ist. Und das ist was Größeres. Was haben wir hier? Vielleicht eine Quappe, das wäre schön. Ich habe noch eine Quappenquest offen. Das ist eine Quappe von 1,9 Kilo. Wie gesagt, auch die beißen halt auf die Fischinnereien. Damit muss man rechnen. So. Nochmal ganz kurz zurück zur Fischverarbeitung. Wir können nur ganz kurz gucken. Wir haben noch einmal Fischfetzen da. Die können wir auch noch machen. Ach ja, jetzt geht die schon wieder los. Schon wieder immer noch die 1er-Route mit den Fischinnereien. Das dürfte ein Flusskrebs sein, jawohl. Wieder nur kurz ausgeworfen in die Flussmitte rein.
und hoffen und beten, dass was kommt. Wir werden gleich noch auf einen anderen Spot gehen, wo ich hoffe, dass wir da ein paar Egel bekommen. Egel brauchen wir auch später noch. Und Muscheln, also ja, Muscheln halt. Egel beißen ebenfalls auf Innereien, aber nicht hier, nicht in diesem Spot. Die Muscheln sind eher auf Fischfetzen zu angeln. Die habe ich jetzt hier gar nicht drin, weil ich eigentlich hier versuche, wie gesagt, Flusskrebse mit den Innereien zu fangen, beziehungsweise, auch das ist ein Wels, ein kleiner, ein süßer, ein kleiner Knuddelwels. 2 Kilo. Ich hatte hier, oder weiß nicht, ob das an dieser Stelle war, auch schon mal größere Welse gefangen, also um die 20 Kilo Bereich. Wie gesagt, das ist eine Sache, mit der ihr rechnen müsst, wenn ihr hier an diesem Gewässer auf Grundangel mit Fischinnereien angelt. Gerade für Raubfische, aber eben auch für alles, was irgendwie tote Fische verzehrt. Also Aasfresser, wie eben die Flusskrebse, können darauf reagieren. Das ist wiederum ein Wels. Ein kleiner wieder, 3 Kilo, 2,4. Das ist jetzt quasi Beifang. Ja. Man könnte jetzt natürlich argumentieren und sagen, nimm doch einfach einen anderen Haken. Das Problem ist, mit den Haken, große Fische beißen auch auf kleine Haken, aber kleine Fische nicht auf große. Ist ja logisch. Wenn die kleinen Fische das Maul nicht so weit aufreißen können, dass sie den Köder schlucken können mit dem Haken, dann beißen sie nicht drauf. Während ein großer Fisch, der das Maul auch weit aufreißen kann, auch mal schnell einen kleinen Haken verschlucken kann. Deswegen bringt es hier nichts, und da der Flusskrebs, den ich haben möchte, ein kleines Tier ist, bringt es also nichts, mit einem anderen Haken als minzig oder als klein zu arbeiten, also Größe 0 oder Größe 1. Größe 2 ist da schon teilweise zu viel. Größe 2 wäre mittlerer Haken. So, das ist kein Flusskrebs nach meinem Dafürhalten. Ein Güster. Den habe ich hier auf Blutwurm ausgelegt, die Angel. Weil ab und zu beißt auch auf Blutwurm ein Flusskrebs. Ab und zu. Ihr merkt es hier selber. Für während der letzten 7,5 Minuten hat auf diese Angel kein Flusskrebs gebissen. Dennoch ist das gar nicht mal so verkehrt, es trotzdem zu versuchen, weil ich habe auch jetzt gerade noch die tägliche hier offen für 45 Kilo Fisch. 25 Kilo habe ich schon. Nee, also schaden kann das nicht. Den Grashecht werde ich wahrscheinlich in dieser Nacht nicht mehr fangen, weil die Grashechte nachts nicht aktiv sind. Habe ich zumindest die Erfahrung gemacht. Quappe könnte durchaus sein, dass die jetzt gleich dann so langsam aktiv werden, weil die Quappen sind definitiv Nachttiere. Gibt es mal auch selten mal die Gelegenheit, dass man die tagsüber zu gesehen bekommt und tagsüber fängt, aber im Regelfall tauchen die Quappen nachts erst auf. So, der scheint mir wieder auch ein Flusskrebs zu sein. Kleiner Ausschlag der Rute. Bingo, ganz genau. So, einen Flusskrebs packen wir uns noch. Und dann wechseln wir mal den Spot hier. Die Dreierroute packe ich mir schon mal ein. Die mit den Köderfischen. Ach, jetzt gehen die beiden Routen auf einmal. Okay. Nichts Gravierendes, da bei beiden Routen die Bremse nicht arbeitet. Das heißt also, da ist nichts Gravierendes dran. Gucken wir mal, was hier die zweite Route bringt. Ein Rotauge. Niedlich. Ja, ablegen. Und auf der 1 war doch gerade was drauf oder auch nicht. Kann mich auch getäuscht haben. Da ist auf der 1 nichts drauf. Na komm mal. Was wir auf jeden Fall auch nochmal machen werden, ist mal mit der Spinnroute hier zu arbeiten. Das versuche ich jetzt zumindest mal. Ja, den zu 15er ist gut. Weil Quappen können auch auf die Spinnköder arbeiten. Gehen wir mal runter auf 20 Meter Geschwindigkeit und dann jiggen wir das Ganze mal ein bisschen.
Eigentlich mache ich die Quappenquests, wenn ich solche was bekomme, nicht an diesem Spot hier, weil den benutze ich eigentlich hauptsächlich nur für Flusskrebse. Und zwar ausschließlich dort. Ne, die Grashecht-Quest, wo ich schon einen hier gerade gefangen habe, war eigentlich mehr zufällig. Aber für Quappen gehe ich normalerweise in einen anderen Spot und den werden wir uns dann gleich aufsuchen. Kann auch sein, dass ich jetzt nicht warte, bis ich den nächsten Flusskrebs bekomme. Weil 10,5 Minuten haben wir schon wieder rum. Die Zeit vergeht. Aha. Wollte ich gerade sagen. So, was haben wir hier? Nein, das ist kein Flusskrebs, würde ich mal sagen. Oh doch, ein großer, schmaler Flusskrebs. Hey, passt. Sehr schön. Komm, zurück ins Inventar mit dir. Gut, und dann werden wir uns jetzt mal ein bisschen verlegen. Erstmal die Fischverarbeitung nochmal einschalten hier. Krebsschwänze. Zack, zack. Ich hasse diesen lauten Sound, das ist fürchterlich. So, Fischfetzen kann ich nicht machen, obwohl das angezeigt wird. Das ist aber sehr merkwürdig. Muss ein kleiner Bug sein. So, dann verticken wir das ganze Zeug mal eben schnell. Und dann schnappen wir uns das Boot. So, wer hier an diesem See frisch ankommt und gewisse Orientierungsschwierigkeiten hat. Ihr startet ungefähr immer in dieser Position hier. Ihr habt eben den Fischwagen vor euch. Und hinter dem Fischwagen ist das Boot. Und das nehmen wir jetzt mal. Könnte jetzt ein bisschen laut werden. Aber ich glaube, ich hatte den Sound ein bisschen runtergesetzt. So, wir fahren damit an eine Stelle, die sehr bekannt ist. Und zwar befindet die sich auf der Karte relativ weit oben. Dauert 2-3 Minuten die Fahrt. Diese Stelle, die werdet ihr mit Sicherheit, wenn ihr an diesen See kommt, als allererstes genannt bekommen. Von allen, die ihr fragt, hey Leute, wo kann man am besten angeln? Und die werden euch sagen, irgendwas mit 117. Ja, das ist da hinten, ganz hinten an der, am Horizont quasi gesehen. Da, wo die Baumreihe da quer ist. Das war auch der erste Spot, den ich mir aufgesucht habe. Als ich zum ersten Mal hier gewesen bin, gut, nicht so ganz, muss ich ganz ehrlich stehen, weil ich bin auch hier so wie jetzt in der Nacht hier angekommen und ich habe mich überhaupt nicht hier orientieren können. Ich bin hier umgestolpert bis zum geht nicht mehr und habe gesagt, boah, was ist das für ein scheiß Gewässer? Hier findest du ja überhaupt nicht zurecht. Tagsüber, das kann ich jedem empfehlen, der hier zum ersten Mal herkommt, seht zu, dass ihr tagsüber herkommt. Weil dann seht ihr, wohin ihr lauft. Ja, und könnt mich wesentlich besser orientieren. Mir zumindest ist es gelungen. In der Nacht, wo ich mich permanent verirrt habe, wo ich nicht mehr ansatzweise gewusst habe, wo ich eigentlich war, habe ich das Ganze tagsüber gemacht. Was kommt denn in die Lücke hier rein zum Teufel? Habe ich das tagsüber gemacht. Und ja, konnte mich dann hier gut orientieren. Und für euch als wichtiger Anhaltspunkt für den richtigen Spot, ihr seht da vorne rechts die Bäume. Da ragt so ein bisschen was ins Wasser, diese Bäume da. Dann seid ihr hier an der richtigen Stelle. Links von euch ist nämlich diese kleine helle Fläche. Da setzt ihr euer Boot hin. Ob nun rechts, so wie ich jetzt, oder links, ist ganz egal. Anladen das Ding, mit K den Anker schmeißen, dann geht das Boot aus und mit E steigt ihr aus. Und an dieser Stelle, das ist hier 116 und 171, Entschuldigung, nicht 117, sondern 116, das ist die beliebteste Angelstelle hier auf dem Gewässer. So, hier mache ich ganz einfach Folgendes. Hier klatsche ich diese Küfi-Rudel einfach mal ins Wasser und stell die ab. Die anderen beiden Routen brauchen wir jetzt gleich. Wir gehen jetzt hier, wir machen dann was anderes. Wir gehen jetzt hier einfach mal um die Ecke. Und ihr seht hier zwei Planken. Und an diesem Spot hier, für den Fall, dass ihr das letzte Video mal gesehen habt, was ich mal hier gedreht habe, wo es um die Sprotten geht, das ist da hinten. Direkt hinten da im Nebel,
Da ist der zweite Punkt für die Sprotten. Das ist also gar nicht weit weg von hier. Wenn ihr die Karte aufmacht, dann seht ihr so einen weißen Kreis. Der weiße Kreis, und genau gesagt links davon, da sind wir jetzt. Wir sind also praktisch gesehen an dieser Spitze von dieser Landzunge, sage ich mal so ganz grob, ne? Also der weiße Kreis ist eigentlich noch ein bisschen weiter rechts von uns. Wir sind also jetzt quasi an der Landspitze dort. Und dann wollen wir hier mal. Da setzen wir mal auf winzige Haken, weil hier sind keine größeren Fische. Ne? Dieser Seitenarm hier ist quasi abgeschlossen. Es ist ein relativ toter Arm. Und hier kann man locker, wenn es denn gut läuft, jetzt gleich auf Blutegel gehen. Beziehungsweise halt die Spinnrute nehmen wir hier nicht. Wir setzen hier nicht auf Blutwurm, sondern auf. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo haben wir sie? Fischfetzen. Auch da winziger Haken. Und dann hoffen und beten wir mal, dass wir jetzt gleich was kriegen. Im Regelfall beißt hier eigentlich, upsa, beißt hier eigentlich Egel und Muscheln recht gut. Es kann natürlich immer mal sein, dass es dann halt trotzdem nicht läuft. Ne? Und wie gesagt, bei einer anderen Route sind wir jetzt hier. Selbst wenn die bimmeln würde, wir würden das da vorne hören und könnten dann schnell rüber. So, und hier mache ich jetzt einen kleinen Cut und sage euch dann oder melde mich dann, sobald die erste Rute wieder anfängt zu bimmeln. Sprach's und schon bimmelt die Rute. Ich glaub's nicht. So, dann wollen wir mal gucken. Das ist dann doch ein etwas größerer, was ungewöhnlich ist, weil die eigentlich meistens viel nicht sind. Eine Quappe. Okay, gut, mir egal. Brauche ich ja auch. Hab euch ja gewarnt, dass auch Quappen auf die Innereien beißen. Ist aber ungewöhnlich, dass sie das gerade hier tun. Gut. Dann machen wir das eben jetzt. Wir machen jetzt hier einen Cut. Ne? Komisch, diesmal bringt es nichts. Wir machen jetzt hier einen Cut und ich melde mich dann gleich, sobald die nächste Route bimmelt. Bis gleich. So, ihr merkt es, die zweite Route, die auf die Fischfetzen reagiert, Fischfetzen auslegt, reagiert jetzt ein bisschen. Ja, mal schauen. Wenig Ausschlag unten in der Route, das ist gut. Oh, ein Blutegel. Eigentlich sollte der nicht auf die Fischfetzen reagieren, aber gut, okay, egal. Hauptsache, wir haben einen bekommen. Auch wenn jetzt die dritte Grundroute hinten irgendwann mal ausschlagen würde, das ist jetzt für mich erstmal irrelevant. Denn ich möchte hier, wie gesagt, die Blutegel haben. Und Muschelstücke habe ich hier auch schon gefangen. Wie schon gesagt, auf der zweiten jetzt hier, auf Dingens, auf, na, sprich schnell, Fischfetzen. Kann es hier durchaus geben. Sind ein bisschen seltener als die Blutegel. Und wie gesagt, die dritte Route hier, selbst wenn die jetzt mörderisch ausschlagen würde, für das Video würde ich sie jetzt erstmal nicht hochnehmen. Ich bitte um Verzeihung, ich hatte gerade Cola getrunken. Das neigt dazu, dass ich ein bisschen Gase im Magen habe. Ja, ihr seht es selbst, so richtig läuft dieser Spot nicht. Das ist also nicht so wie beim Sprotten, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sprotten, wo es relativ häufig beißt. Ja. Der Spot hier ist wirklich selten. Bisschen weniger Bisse hier drauf, aber sie sind da. Und das ist also hier die Möglichkeit, halt, um, wenn man mal einen Abend hier verbringt, sich ruhig mal hier hinzusetzen und zu sagen: Okay, weißt du was, ich gehe mal auf die Blutegel drauf oder auf die Muscheln drauf. Und die braucht ihr später wirklich. Später gibt es einige Fische, die gerade auf diese Köder gut beißen. Und es hat einen Grund, warum, na komm, die Blutegel hier beispielsweise
blau dargestellt hat. Blaue Köder sind etwas bessere Köder. Das sind meistens Köder, die eine bessere Bisschance haben. Genauso wie den Tauwurm hier. Nicht so wie bei dem anderen Angelspiel, dass man dafür extra Echtgeld einsetzen muss. Gibt es hier ganz normal am Ukraine-Gewässer, glaube ich. In Ukraine gibt es das. Oder hier der Frosch, den man auch selber angeln kann und selber machen kann. Mistwurm, wieder muss man kaufen. Aber das sind die etwas besseren Köder. Lachskaviar beispielsweise ist etwas, was wirklich selten ist. Wenn man den selbst herstellen möchte, und ich glaube, man kann ihn nur selber herstellen, dann braucht man schon größere Forellen, die man hier in diesem Gewässer gar nicht findet. So, jetzt geht die Eins wieder. Mal gucken, was da ist. Auch wieder geringer Ausschlag. Das spricht für einen Blutegel. Und da ist einer. Sehr schön. So, nochmal zurück. Die ganz normalen Köder, die kennt ihr alle, ne? Wie Wurm beispielsweise, sind weiß dargestellt. Das ist allgemeiner Köder. Muschelstücke hingegen ist ein grüner Köder. Da ist schon etwas, der Biss, also für die Bisse schon etwas besser. Da können schon mal etwas größere Tiere mitkommen. Und ihr seht es selber, ich habe gerade mal 40 hier. Und das ist halt nicht so doll von der Menge her. Ich hätte da liebend gerne noch ein paar mehr. Wenn ich hier zum Beispiel die Fischfetzen nehme, davon habe ich 151 oder 190 Fisch in der Reihe. Blutegel habe ich auch nur 38. Das sind also so Sachen, die man hier dann sich erarbeiten kann. Und was haben wir hier? Etwas größerer Ausschlag, das dürfte kein Blutegel mehr sein. Schade, ist doch ein Blutegel. Ich hatte gehofft, dass da jetzt langsam mal eine Muschel kommt, aber nee, die will anscheinend heute nicht. Das wiederum ist ein Blutegel. Jawohl, 18 Gramm. Geht doch. Was mir ein bisschen schade ist, dass derzeit die Muscheln nicht beißen. Ich würde jetzt aber auch nicht mit den Fischfetzen jetzt hier in normalen Gewässer angeln, da drüben, wo die andere Grundroute steckt, weil auf die Fischfetzen beißen ja auch andere Tiere und auch größere Tiere, die in diesen Seitenarmen nicht drin sind. Das heißt also, ich hätte da größeren Beifang. Vielleicht hätte ich auch eine größere Chance auf die Muschel, aber es wäre halt auch, da der Köder auch für andere Fische aktiv ist, attraktiv ist, halt auch die Möglichkeit gegeben, dass man da halt was anderes fängt als das, was man gerne hätte. So, 23 Minuten haben wir schon wieder rum. Ja. Dann wird es in dieser Folge mit Muschelstücken hier ist wahrscheinlich nichts mehr werden. Es tut mir sehr leid dafür. Dann wird diese Folge halt nur darüber gehen, wie man Blutegel fängt und wo man Blutegel fängt, beziehungsweise mit Flusskrebse. Was auch schon mal nicht schlecht ist. Oh, schöner großer Blutegel. Ne? Sehr gut. Die Muschelstücke, die müssen wir dann ein anderes Mal machen. Das werden wir dann bei Gelegenheit nochmal probieren. Die Minute lasse ich euch jetzt noch. Wir sind jetzt bei 24 Minuten ungefähr. Also eine Minute warten wir noch. Ihr merkt es auch selber, auch auf der Grundroute da vorne, da läuft überhaupt nichts. Ne? Die auf die Köderfische ist. Köderfische ist ein bisschen schwierig zu angeln. Ich pack's nicht. Ich pack's nicht. Da sage ich mal, will ich gerade erklären, dass auf Köderfische nicht so häufig was beißt. Da beißt was. Ey. Ich glaube, das Spiel will mich verarschen. Das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Alter Verwalter. So, was haben wir da? Ein Wels? Ein Wels, ja. Ja, 4 Kilo Wels. Okay, Doggy ist nicht das, was ich haben möchte, aber 4 Kilo Wels. So zum Abschluss ist auch schon mal nicht schlecht. Gucken wir nochmal ganz kurz, was bei den anderen Routen ist, ob da jetzt noch was beißt, aber das glaube ich nicht. Upsa. Ne, da ist Totentanz.
25 Minuten sind rum, dann ist diese Folge jetzt hiermit beendet. Es tut mir leid, dass wir halt keine Muschelstücke und keine Muscheln fangen konnte. Im Regelfall beißen die auch hier, also vielleicht muss ich es doch nochmal tagsüber versuchen. Auf jeden Fall, ihr wisst jetzt, wo man hier Blutegel anfangen kann und wo man hier die schmalen Flusskrebse herkriegt. Dann wünsche ich euch was. Bis zur nächsten Woche. Donnerstag gibt es dann wieder The Fischer Online mit dem kleinen Account, mit dem Anfänger-Account. Dann werden wir mal gucken, dass wir den Briesener See so ein bisschen unsicherer machen. Freitag gibt es dann wieder eine Doppelfolge mit diesem Account hier. Ich denke mal, wir werden in Frankreich weitermachen. Und nächste Woche Sonntag muss ich mal gucken, was ich da dann mache. Vielleicht schaffe ich es ja doch mal rauszukriegen, wann und wo die Muscheln hier beißen. Da könnte das eventuell nächste Woche kommen. Wir werden sehen. Ich wünsche euch was, eine angenehme Woche, schöne Tage. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und allzeit Petri Heil. Und viel Spaß im Spiel. So, jetzt habe ich es aber.